Ich bin gerade hochgezogen. Dein Blick dazu, geil. Boah, ist der schwer, Alter. Was ist das? Nein! Was, Alter? Langsam, von der Wand weg, nicht anstoßen, das reißt ab. Da ist er. Allererste Mal werden wir hier mal mit dem Magneten wedeln. Natürlich werde ich ihn so nicht reinfeuern. Wir sind jetzt hier an so einem kleinen Steg dran. Wir checken mal aus. Ob wir hier eventuell was dran haben. Die Brücke haben wir vorhin schon mal ausprobiert. Das Problem ist, dass da ziemlich viele Steine im Wasser sind. Und vermutlich vielleicht auch Rohre lang im Laufen. Und ja, dadurch der Magnet blockiert wird und wir das nicht rausziehen können. Und hier hast du wahrscheinlich viele kleine Sachen dran, würde ich mal sagen. So wie jetzt. Oh, Gestein, alles dran. Ja, da sind ein paar Dinger dran auf jeden Fall. Oh, nur ein Band oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Ein Nagel. Üblicherweise, jetzt haben wir hier auf unseren Eimer 10 Pfennig. Geil, wir haben ja schon 10 Pfennig BRD. Ah, kommt auch erstmal hier rein. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Nee, das Band hier oder die Kette. Sieht man auf jeden Fall hier eindeutig, ne? Richtig gut, ey. Schmuckstück. Muss ich mich erstmal mit anfreunden hier. Das könnte ein Armband gewesen sein. Das ist ein Armband. Ob das aus Silber ist? Könnte sein, möglicherweise. Ist natürlich jetzt richtig dreckig, ne? Aber es ist ein Armband. Ein Schmuck, ne? Gleich schon, ja. Schmack ist. Gib ihn. Oh, das sieht cool aus, ey. Die Sonnenstrahlen dazu. Voll verzogen. Ist egal. Wer Profi werden will, der muss auch klein anfangen, ne? So sieht's aus. Das soll ja keine Dauerlösung werden, aber wir wollten es mal ausprobieren, beziehungsweise hier der Kollege wollte das unbedingt mal ausprobieren. Es ist natürlich der ähnliche Jagdinstinkt wie beim Sondeln. Sieht auch so. Ne? Und von daher bin ich natürlich auch schon interessiert daran, was hier möglicherweise in den Gewässern um meinen, in meinem Bezirk, in meinem Wohngebiet. Stützpunkt, genau. So, was haben wir? Hast du da ein bisschen was dran? Ja. Irgendwie hier ein Dosenboden, glaube ich. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Oh, hier eine Haarklammer. Eine Haarklammer. Ja, so eine Sache wirst du hier massig finden. Aber ich denke mal, weil gerade hier auf dem Steg hier werden Leute schon einiges reingekachelt haben. Die Brücke ist vielversprechend. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal Attacke gleich machen. So, schleuder noch mal einen rein da. Da ist schon was im Wasser. Wir haben das eben gerade schon mal am Magneten dran gehabt und bewegt. Nein, die Richtung stimmt schon mal. Sehr gut. Ah, es verheddert sich gerade schön. Verheddert sich schon wieder schön? Da muss er aber ziehen wie nichts, Alter. Wenn er da hier Tau ziehen gegen, guck ihn hier an. Alter! Und? Ist er noch dran oder was? Jetzt ist wieder ab. Das ist was Riesengroßes. Ja, das ist was Riesengroßes, Alter. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir den doch wieder erstmal hier an diesem Stein fest. Weißt du, vielleicht machst du ihn da fest und stellst dich hier unten hin. Oder ja. Ist die Gefahr so groß, dass du reinfliegst mit, ne? Eventuell. Nichts ist unmöglich. Hier, gegen den kleinen Pupsi da. Wie heißt der überhaupt da? Hier. Komm, hol das Wasser raus. Das ist riesig, das Teil. Das ist echt verdammt riesig. Ich will wissen, ob das ein Straßenschild ist oder... Fahrständer oder sowas? Oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Also wir hatten es schon einmal draußen gehabt und es hat so rausgeguckt wie so ein Rohr einfach nur, wie so eine Stange. Kein Rohr, eine Stange. Es steht auf jeden Fall irgendwie hochkant im Wasser. Eindeutig. Wie so ein V, ne? Ja. Guck mal, unter Wasser da auch. Versuch mal richtig ranzuwerfen. Ja, das... Vielleicht ziehen wir oberhalb. Jetzt, nee. Ja, das könnte was werden, okay. Aber der treibt auch ein bisschen weg, ne? Der Magnet, treiben? Oder? Treibt da gar nicht jetzt weg wegen Strömung. So ein bisschen. Ein Ticken, weil ich schmeiß mal. Also ich sehe es von hier im Wasser stehen. Alter, das ist aber echt heftig. Ja, das geht so. Das Ding, weil so eine ganz komische Form hat das. Jetzt willst du natürlich wissen, was es ist. Ist ganz klar. Also natürlich vom Abgrund technisch her hier und so, Alter, musst du aufpassen, dass du da nicht mit reinfliegst. Aber das sieht schon mal gut aus. Jetzt kannst du es ein bisschen wieder nach vorne bewegen. Ich würde ja gerne ein bisschen dichter rangehen. Oh, löst sich. Nein, ey. Ist wieder abgegangen? Ja, jetzt braucht man so einen Haken, ey. Mit zahlreichen Würfen habe ich das Objekt hier dran. Hängt sogar gut, ne? Ja, der hängt echt top. Guck mal hier, der hängt, Alter. Ja, guck, ne? Alter. Kisten? Aber ich weiß nicht, ob es besser ist, das nicht da hinzuziehen. Dann haben wir Angst, dass er unterabkürzt sein, ich weiß es. Soll ich hier hinziehen? Ja, dann versucht man eine Seife mal so später. Warte, soll ich mitziehen? Alter Schwede, hier vorne ist das wird heftig, den hier hochzuziehen.
Das ist ein richtiger Akt, Alter. Guck mal hier diesen Pfad hoch. Und geh du mal ein Stück hoch schon mal? Kann auch versuchen. Aber den kriegen wir jetzt, glaube ich. Wir sind nur so gerade. Wir sind schon richtig vorne dran. Also ich kann voll sehen auch. Wenn er nicht kommt. Können wir helfen? Okay. Nee, alles gut. Wir kommen klar. Klappt schon alles. Das gibt's nicht, Alter. Du kriegst den da nicht weg, weil du weißt ja nicht, wie es da aussieht von den Steinen. Wir müssen nach da rüber. Vorüber. Ach guck mal, der ist so sandig eingehakt. Nach da hin? Also, so jetzt. Ja. Das wird auf jeden Fall noch ein Akt. Ich breche mal hier einmal kurz ab. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich ein Hai zu sein. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. Also hier gehe ich. Ich versuche das vorzuziehen. Ich weiß nicht. Schwer. Oh, Alter. Was ist das? Boah, das ist abgegangen, der Wichser. Scheiße. Alter, das hat wieder zu viel Feuerholz hängen. Springen wir wieder ab, ne? Ich versteh's nicht. Ja, jung bist, da musst du mal einspringen. Nein, lieber nicht. Das verstehe ich nicht so drauf. Ich brauche eine Taucherin, die das macht für mich. Ach, ja. So eine Meerjungfrau. So ein Ariel-Ding, so, weißt du? Mann, ey, wo ist das Ding denn hin? Ich doch, die Leute, die es zu tun haben, die gehen heute mal in die Kneipe, sondern hocken alle am Computer. So. Wenn nicht mehr einfällt, dann gucken sie sich Porno an. Logischerweise. Ist ja unser Grundprogramm. Pornos? Ja, das Mädel ist so programmiert. Also bin ich mir immer nicht sicher, ob wir wirklich Menschen sind. Also manchmal denke ich, wir sind ja bloß die kriegste Affenart. Ach so, da habe ich, abgerissen im Dorf wegen Tage war, auf sowas Kupferglänzen ist gefunden. So eine Art Spule war das gewesen, 10 cm und 20 lang. Glänzt wie Kupfer, ich schlepp das Ding heim. Hab da keine Erfahrung. Kratze drumherum, da ist das bloß Keramik. Das war eine Niete. Das war aber maximal eine Niete. Ich konnte nicht mit Keramik. Mit Keramik ist besser scharf. Muss ich in die Mülltonne schmeißen, muss man eine Müllgebühr bezahlen. Von Villeroy-Boch, die gute Keramik. Und beim Betrieb Schrottcontainer. Ich meine, Motor kann man ja verschrotten. Irgendein Motor, ein Stationärmotor, ein Elektromotor. Ja, es hing aber, ich glaube, es hing 15 Meter Kabel drin. Was kommt denn da jetzt hoch? Was ist das? Jetzt hast du es richtig. Oh, ich habe eine Befürchtung. Alter, das ist ein Einkaufswagen. Oh, leck mich im Arsch, du. Ausgucken oder was, du? Jetzt hängt er auch noch an der Wand fest. Leck mich an die Füße, du. Also, an eurer Stelle würde ich sinnvoller ansehen, an Nordostseekanal zu fahren, sich dort hinlegen, ins Blaue zu starren und jedes Schiff zu fotografieren, was vorbeifährt. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Ich will dieses alte Mistvieh an hier, guck mal. Vielleicht ist da noch ein Euro drin. Von wo ist der? Ey, quäl dir ein bisschen, gibt dir Gemühe. Jetzt hängt er hier an der Wand. Ja, lass uns den Kopf, um uns einrollen zu lassen. Wuckel nicht so, da fällt er ab. Geil! Und da hat sich verklemmt. Da habe ich meinen ersten Einkaufswagen draufgepickt. Mann, ja. Was für ein Scheißakt. Ja. Leck mich am Arsch. Jawohl. Was? Jetzt machst du mal Kopf, wenn du sauber kriegst und dann heben transportierst, ohne das Auto zu verschrotten. Das sieht doch geil aus, oder nicht? Da kannst du jeden Tag wieder als neue rausholen. Guck, ein Angelhaken hing da auch dran, unten noch. Ey, du ziehst hier mal einen Einkaufswagen raus, ne? Ja, die. Was hast du da noch drin? Ist das Schippe, ist das, oder? Oder? Das ist angelaufen, das ist eine Münze. Eine Zange haben sie nicht so oben in ihrem Gepäck, was? Würde mich jetzt mal interessieren. Was brauchst du?
Eine Zange? Eine Zange, das war ja die Schaufel. Gib mir mal eine Tang. Die Zange hat jeder auch die Rottfahrer bei sich. Gib mir mal die Zange. Wie ein Jung. Das kann nicht jeder mitnehmen. Ich werde mal wieder runterschmeißen. Lass doch mal poppeln. Das ist auf jeden Fall ein Euro oder sowas. Guck mal, das siehst du. Das lohnt sich. Das ist ein Euro. Dran oder was? Dran ist es. Ich merke, dass ich schon dran bin. Da ist was dran. Ne? Oh, doch was dran. Aber das war nicht das. Das ist ein Dachchenhaken. Wieder mal. Hatten wir doch schon mal gehabt. Scheiß Ding hier. Naja, kommt ein Einkaufswagen. Einkaufswagen rein. Komm, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es. Den müssen wir jetzt kriegen, ey. Den musst du kriegen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding liegt, ey. Aber das wird nicht was, wenn das wirklich ein Safe ist. Das war ein Safe. So schwer wie das fast. Yo, der Pfeiler. Also da hält er jetzt. Ist der da? Nee. Dass ich da den letzten Faden wieder her muss, ne? Oh, nee, ey. Komm, Mann, du kannst helfen hier, was kannst du? Ja, safe, Mann. Safe, Mann. Sonst noch was zu bieten. Da ist dein Erbe drin. Deine Rente. Schon. Alter, geil. Ja, das war gegen die Hose reichen. Nein! Das geht scheiße. Alter. Erst kann ich gehen, zwei Eisen, also gleich kann ich gehen, das ist noch. Mensch, und genauso war der Vorfahrer. Oh, ich hab's jetzt gelesen, ich hab ihn kommen sehen. Ich hab's schon auch, ey. Mann! Nee, der Bank gibt's hier nicht, nee. Also wenn wir ihn heute nicht mehr rausbekommen, dann definitiv beim nächsten Mal. Dann wahrscheinlich mit dem Magneten, der deutlich jo, mehr komm, klappt. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Ich habe wieder einen. Da kommt es hin. Hey, die arbeiten nicht für so eine brotlose Kunst hier auf dem Kerl. Aber der kommt. Der Hinkel, der kommt. Das kann ich bestellen. Sobald wir den hier hoch haben. Und wenn er kommen sollte, dann kann ich ihn von hier packen. Guck mal, immer nicht so schnell ziehen, immer langsamer ziehen. Okay. Wenn der Wasserwiderstand zu groß wird, dann reißt er wieder über. Dann machen wir einen Affen an. Dann mach ich schon fünf doch. Das Ding jetzt kommt. Alles geil. Langsam, von der Wand weg, nicht anstoßen, das reißt ab. Warte, halt mal fest, halt mal fest. Halt, Rieber, nicht anstoßen. Ist der Auftrieb weg. Da ist er. Das kann nicht sein, dass er abreißt, wenn du ganz rausziehst. Nichts machen, Wasser muss rauslaufen. Lass es Wasser rauslaufen. Ganz langsam, ganz langsam vorsichtig hochziehen. Das ist ja wie bei einer Wiederbelebung hier, ne? Ungefähr, voll geil. Ja? Der letzte Wurf und dann den dicken Ball dran. Jetzt mit der Weib aus und umso ruppig. Jetzt wirkt er, bis er anstehst und abreißt. Das Wasser auslaufen. Der Wasser ist, raus. Du musst nie an die Kante anstoßen. Ach so, ja, so geht's hoch. Jetzt hab ich. Ich hab einen. Ich sag, Kante anstehst, mal abreißt. Das könnt ihr ja raus. Der ist aufgeflext hinten. Ist aufgeflext? Ja. 100%, Alter. Voll schlecht. Ja. Habt ihr keine Schippe hier dabei? Ich ja, wenn ihr sowas macht, musst du alles. Die Korken sind halt immer auf. Alter, das ist. Das brauchst ist, du ein komplettes Werkzeugsortiment hier. Das ist. Der wurde geklaut. Das ist ja freilich. Aber ich bin einfach nicht. Alter Schwede. Guck mal an, Alter, diese. Voll aufgeflext, das Teil da. Da ist was drin, ausweichen. Deswegen bringt das ja nicht an ein Trasorkofen. Wenn die einmeuern musst. Alter, guck mal, was da rauskommt. Also das ist alles witzlos, aber ja. Hast du jeden Tresor. Da kommt nichts mehr raus, wa? Da kommt nur die Scheiße raus, ey. Oh, nicht wer weiß, was da drin war. Riechen tut's, Riechen tut's romantisch auf jeden Fall. Ja. Alter, hier ist noch Papier. Papier drin? Ja, nee, Lack. Ja. Alter, aber hier, das waren mal Papiere. Das waren Papiere. Krass, Scheiße.
Das darf nicht wahr sein, du ehrlich. Die Tüte? Eine Tüte? Da ist doch was drin. Ja? Nee, ist nichts mehr. Fühlt sich an wie Folie auf jeden Fall. Wie sieht denn der Kasten aus, ey? Hier kommt noch mehr raus. Richtig, Alter. Das sind Unterlagen gewesen. Das sind Tüten. Tüten? Krass. Was? Hier, guck mal, das ist doch. Boah, alter Schwede. Siehst du, da kann man etwas von erkennen. Ja, wir gucken gleich mal. Das stinkt wie Sau, Alter. Nee, guck mal, das sind aufgeweichte Kontoauszüge oder sowas. Das stinkt wie Sau, ey. Das sieht tatsächlich aus wie Bankkontoauszüge und du erkennst natürlich nichts mehr, ne? Das wird von irgendeiner Firma gewesen sein. Das Scheißding war nicht eingemauert. Du warst bloß in Hochhöhe. Alter, das stinkt wie Sau, ne? Was für ein Fund zum Abschluss hier. Die beim ganzen Schlick. Hier liegen Kontoauszüge. Hey Leute, und hier ist der Safe. Ich euch mitbringe. Ja. Der aufgeflexte Safe hier, Alter. Was? Da ist nichts mehr drin, ne? Nee. Das ist reingepasst mit Schlick. Ich bin voll wieder mit dem Motor gelaufen, fliegt der schon ein bisschen länger.